Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hinterkäufe. Ja, letzte Folge ist ja Klaus Peter Helga ans Düngen gekommen. So, wir müssen aber auch nochmal düngen, ne? Deswegen los, dass da was noch an den Start kommt. Wir müssen noch eine zweite Düngestufe haben. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt und dann gucken wir mal, ob wir eine Mission machen oder was. Ich habe noch keine Ahnung, ey. Ganz ehrlich. Ich bin auch voll falsch gefahren, ne? Einmal durch Rabatte. Am besten noch den Baum mitnehmen. Das machen wir aber in der Außenansicht. Können wir ihm nachgucken? Ja, 960 Kilo, alles klar. Da freut sich der Sven. Das reicht. So, ich sehe gar nichts, ne? Wir haben die Pflegereifen drauf. Wir müssen nämlich düngen. Wir wollen ja fetten Ertrag mit unseren Kartoffelkiss haben, ne? Damit wieder richtig was zu tun haben. Sieht gar nichts. Wollen wir das schon? Ne, hier müssen wir lang, ne? Schicki funny, wenn du was siehst. Seht ihr was? Sieht gar nichts. That's life. Was willst du machen? Hier nochmal dran lang? Dann haben wir die Ecke schon. Müssen wir rüber auf die nächste. Da noch düngen. Und auf die andere Ecke noch. Aber da müssen wir bestimmt vorher noch Dünger holen, ne? Ja, auf die Ecke müssen wir nämlich auch noch fahren. Boah. Nimmt immer einen ganzen Schwung. Weil der kleine 75er hier, der braucht echt Leistung, bis der in der Hufe kommt, ne? Ist manchmal nicht so schön. So, auf zur nächsten Ecke. Noch anderes Ding? Ne, keine Chance. Sehe ich nicht. Tut mir leid. Da sehe ich gar nichts. Nada. Aber es muss auch gemacht werden, ne? Sonst haben wir wieder so viel Verlust. Da stehe ich nicht so drauf. Wir haben eh nicht so viel Fläche, obwohl wir haben schon ein bisschen mehr Fläche, ne? Da kannst du auch nicht sagen, aber die Flächen sind ja auch nicht gerade billig, ey. Das ist echt enorm, was die kosten. Auch wenn der so wendig ist, ist auch cool. Jetzt macht er sich wieder ins Höschen, ne? Nee, es ist nicht gewohnt von dem kleinen MB-Truck. Upsi. Und dann... Na, dauert es, bis der damit fliegen fertig ist. Wie gesagt, ich denke, wir werden eine Mission machen. Das ist das einzig Sinnvolle im Moment. So können wir noch Portalas regenerieren. Weil wir die gebrauchen können, ne? Wo wir können auch Gras mähen, ey. Das ist eigentlich taktisch klüger. Ja, ich glaube, doch, da mähen wir Gras, da mähen wir unsere Wiesen. Machen schön Heu für unsere Schafe.
Stimmt, das können wir auch machen. Haben wir die Zeit auch sinnvoll genutzt? So, wo kann Regen geben, oder? Nee, Wolke. Diese Fliege, ne? Kennt ihr das? Wenn die Fliege am Monitor rumwuselt, wo sie gar nichts verloren hat. Letztens schon geärgert, ne? Ich sag ja nichts gegen Fliegen, aber da hast du überall diese Fliegenkacke auf dem Monitor. Muss das sein? Nein. Hier, Katze, tu mal was für dein Futter und fang mal die Fliege, sonst bist du doch da auch hinterher. Nee, nee, nee. Wo steht überhaupt unser Mähwerk? Wisst ihr das noch? Ich hatte oben in den anderen Schuppen gefahren, ne? Muss ich gleich suchen. Aber in den letzten kleinen Streifen fahren wir jetzt aber nicht extra zurück. Oder? Weiß auch nicht, ne? Komm, düngen wir das auch noch mit. So. Korrekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Hoffentlich kommt noch keiner. Wenn er doch Pech gehabt, ne? Ich hab nicht aufgepasst. Eben voll machen. Und dann noch die andere Ecke düngen. Boah. Das hat doch ein bisschen was zu tun, ne? Der Markt, der sagt immer, ich soll hier an diesen anderen Dingern dann tun. Aber ich benutze Mod-Düngerstreuer und oft laden die das dann doch gar nicht ein. Deswegen kaufe ich meist Paletten, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich den Amazone-Düngerstreuer hinter habe und fahre damit zur Kalkbude oder so, nimmt er gar nicht an. Weiß nicht, ob das bei diesem Kleinen wird, das wahrscheinlich auch nicht gehen. Weil du Kalk und Dünger einladen kannst, ne? Und mit den Paletten hast du dann nicht das Problem. Lädst du ein und fertig. So, jetzt aber Abflug hier. Schickifani. Schickifani Abflug hier. Geht ja sonst gar nicht. Der Schwung mitnehmen. Sprache. Und verlor die Drehzahl. So ist das. So, eben hier abdüngen. Naja, das sagst du mir jedes Mal da mit der Feldgrenze. Dann haben wir nämlich auf unseren Flächen überall zweite Düngestufen, also die zwei Düngestufen. Dann sind wir hier safe. Weil ich kenne mich. Dann bist du an Daddeln oder bis hier noch am Rumtütern, da noch am Rumtütern. Dann vergisst du das nämlich. Das passiert mir nämlich so oft, dass ich dann vergessen habe, oh, mach ich beim nächsten Mal düngen, ne? Dann machst du das Spiel wieder aus, machst wieder an, dann siehst du auch, musst du noch dies machen, das machen. Und das Düngen vergisst du jedes, vergesse ich dann jedes Mal. Und da, nee, so sind wir safe. Ist durch die Nummer. Wir können uns der Grasernte widmen, aber dann müssen wir uns auch noch irgendwas mit dem Mähwerk überlegen, ey, sonst
werde ich da, glaube ich, nicht froh bei. Wir können dann mit diesem mähen, aber ist so ein bisschen lütt. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ne? Wenn wir nur das kleine Glasmähwerk. Keine Ahnung. Ein bisschen größer werden müssen wir so langsam. Auch wenn wir noch 50 Schafe haben. Aber ihr seht es ja, mit der Feldarbeit, dann ist dies... Okay, das Strohgebünsel, ne? Und das war auch meine Schuld, dass das so lange gedauert hat. Aber dann wollte ich euch das nicht vorenthalten. Dann waren halt jetzt mal ein paar Folgen Strohgebünsel, ne? Gehört dann auch dazu, ne? Ist dann so. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber so konnte es halt jeder nachvollziehen, ne? Nicht, dass hinterher einer sagt, Nee, so konnte es halt alle nachvollziehen, dass das Strohgebünsel da so lange gedauert hat. Letzten Ball habe ich ja ohne euch dann noch weggefahren. Dann haben wir noch ein paar Euro zusammen und dann war gut. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass der Truck sich so nass macht, ne? Gut, dass wir das Ding nicht gekauft haben. Und mit diesem Autostacker oder wie das Ding da heißt, da musst du auch gute Tage haben. Wenn du da nicht vernünftig dran fährst, ist es ja so ein cooler Trigger an dem Ding. Hatte ich ja auf dem kleines Land, ne? Wenn du da echt... Mann. War nicht so schicki, Freunde. Schick. Haben wir gleich erledigt. Kommen wir auch in der Innenansicht, ne? Du siehst ja was. Habe ich gar nicht dran gedacht, ne? War ich total in Trauern. Hier können wir ja auch in der Innenansicht gehen. Weil wir hier nach den Fahrgassen fahren können, ne? Oh oh. Sprache und fuhr nicht gut. So, perfekt. Fürs Erste, ne? Wenn wir das nämlich erledigt haben, bin ich gut zufrieden. Dann kann Helga dann nämlich noch schön weiter fliegen. Aber das war ja auch echt letzte Folge, hätte ich nicht gedacht. Ey, der fliegt erstmal zurück. Damit er da eine Furche am Rand hat. Und dann fliegt er mit dem Packer. Ich hätte gedacht, er kennt den Packer erst an. Weil der Packer ja eine grobe Funktion auf Deutsch hat, ne? Aber der macht's ja richtig schicki-feini, ne? Hätte ich... Also, Tenso, go gut ab, ne? Was du da gezaubert hast mit CP und Flügen. Perfekt, ne? Kann man immer wieder nur sagen. Also, wenn ihr Tenso go seht oder ihn kennt, dann sagt ihm mal echt Danke von mir, ne? Richtig gut. Wie der das so erkennt, ne? Die 22er werden wir uns erstmal umgucken, wenn wir kein CP, kein Auto 300 alle haben. Das wäre nur lustig. Dann kannst du mir wirklich alles wieder selber machen. Obwohl, ich weiß noch nicht mal, welche Karte ich da spielen werde. Aber ich habe auch noch nicht so viel davon geguckt, bin ich ganz ehrlich. Ich möchte mich echt überraschen lassen. So ein bisschen oldschool, ne? Spiel reinlegen, Gas geben. Wir werden es sehen, Leute. So, Abfahrt zum Hof. Wenn wir denn heute ankommen. Das ist ja immer so eine Sache, ne? So, da haben wir Checkhawk hinter. Let's cross me. Nützt nix. Kommt die denn alle her?
Wochenendurlaub. Wir haben alle Wochenendurlaub, ne? So, wo habe ich denn mein Mähwerk hingestellt? Nee, brauchen wir erstmal nicht auffüllen, wa? Das war so klar, dass da jetzt einer kommen muss, ne? Na knapp. So Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich, auch wenn es eine dünne Folge war. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!